So, ich bin's wieder, euer Fussel. Leider war die Kamera abgekackt. Ja, und dann fühlt sich mir hier diesen Flügel praktisch ein bisschen zurecht, dass ich meine eben, dass es so passt. Durch das Filzen hier auf dem Tisch wackelt das ein bisschen an der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und das ist, dauert sehr lange. Das ist nicht eine schnelle Sache oder so. Es dauert sehr lange, bis dieser Flügel jetzt fertig ist. Aber ich wollte euch gerne mitnehmen, damit ihr sehen könnt, wie ich das mache. Und ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz lieb und ganz besonders bei meiner lieben Nicole Elfenstübchen bedanken für die zahlreichen Tipps, die sie mir gegeben hat. Sonst hätte ich so ein Video gar nicht machen können und hätte auch gar nicht gewusst, wie ich euch das zeigen hätte sollen, außer anhand von Fotos und eben zum Schluss den kompletten Drachen. Aber ich wollte euch gerne mitnehmen und euch zeigen, wie ich so ein paar Schritte mache. Und die Nicole hat mir sehr, sehr, sehr dabei geholfen. Es war gestern Sonntag und sie hatte Zeit für mich. Ich habe sie mit Fragen gelöchert und sie hat mir eine Antwort gegeben, hat mir gezeigt oder gesagt, besser gesagt, wie man was machen kann und dass es sogar eine App gibt, dass man, die man benutzen kann. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Warum komme ich nicht auf sowas? Ja, aber ich bin halt so. So technische Sachen oder so, da bin ich einfach eine Null drin. Ja? Da bin ich so eine Null drin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das nicht will oder so. Das geht einfach nicht in meinen Kopf. Ist genauso wie mit Mathematik. Da bin ich, ja, das war schon immer so. Da bin ich einfach eine Null. Ja? Und jeder hat ja so seine Qualitäten. Mathe ist nicht meins. Und liebe Nicole, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für deine ehrlichen Worte, für deine schnelle Hilfe. Ohne dich hätte ich das vielleicht gar nicht so gut hingekriegt hier mit diesem Video. Es funktioniert zumindest mit dieser App. Und ich freue mich darüber, weil das ist eine Entlastung weniger, ne? Macht man einfach kleinere Videos und dann werden die zusammengezogen. Und dann hat man ein ganzes Video und ja, ich kann es euch zeigen, ne? Ich kann euch Schritt für Schritt so ungefähr mitnehmen. Na gut, Schritt für Schritt ist es auch nicht, aber ich versuche zumindest euch mit teilhaben zu lassen an dem, was ich tue. Wenn ich abends auf dem Sofa bin und filze, dann nehme ich euch natürlich nicht mit, weil, ja. So, jetzt merke ich schon, hier ist es ein bisschen dünn, genau wie hier. Das macht aber überhaupt nichts, weil wir können ja was dazulegen. Und wenn was zu viel ist, kann man was wegnehmen. Das ist das Tolle beim Filzen. Und mehr ist das eigentlich gar nicht. Man formt praktisch mit der Nadel den Filz so hin, wie man ihn haben möchte.